Herzlich willkommen, liebe Freunde von Promigeflüster. Heute gibt es wieder eine neue Folge mit einer Schlagergruppe, ja, einer Boyband. Sie sind fünf, sie nennen sich auch noch Team 5. Aber wer jetzt da alles mit dazugehört, das weiß ich gar nicht, denn sie haben erst kürzlich auf ihrem Social-Media-Kanal Instagram ein kleines Geheimnis gemacht, dass sie wieder ein neues Mitglied haben. Mal gespannt, wer da dabei ist. Also, wer dabei ist, das weiß ich sicher, ist Mark Terenzi, Jay Kahn und Daniel Johnson. Und die anderen, das werden wir jetzt gleich erfahren. Naja, Mark, mein Buddy aus alten Zeiten, Anfang der 2000er, bei Natural in Orlando kennengelernt. Wir hatten damals dasselbe Management, Lou Perman, der Macher der Backstreet Boys in den 10. We're here again. Und Joël de Tombe aus Holland, dem ich auch schon damals begegnet bin, ich glaube 1999 oder 2000, war auch früher in einer Boyband, All of Us. Hi. Wunderbar. Und? Unser Nesthäkchen Daniel Johnson, auch halb Engländer übrigens. Genau, ihn habe ich ja schon jetzt ein paar Mal auch im Interview gehabt bei Promigeflüster. Und jetzt, genau, jetzt kommt das Geheimnis. Ihr habt auf euren Social-Media-Kanälen jemanden noch... Aber nicht vorgehalten. Aus alten Zeiten. Aus Familie. Aus As Five. Also aus Five und Natural Zeiten. And okay. From Sarah Connor and from. Na, haben wir heute Premiere sozusagen. Wir haben heute absolute Feuertaufe. Also, dann her damit. Verratet mal. D-Nice. Ehemaliger Choreograf von As Five. So, zuletzt, den Jay habe ich zuletzt noch gesehen in München bei Genghis Khan. Oh, das ist aber schon wieder ein paar Jahre her. Das ist schon wieder ein paar Jahre her und da hat die WM leider nicht, die WM in Moskau leider nicht funktioniert. Da ist Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden. Ganz genau. Ja, jetzt hier Team 5. Was ist euer Motto? Was macht ihr? Die ganzen alten Boygroup-Songs auf Deutsch, oder? Genau, wir bringen die internationalen großen Boyband-Hits der 80er, 90er, mittlerweile auch 2000er. Ins deutsche Gewand wieder zurück, erstmals. Das gab es noch nie und das macht tierisch viel Spaß, oder Marc? Ja, das Original, so Boyband singing, tanzen, showmäßig, so alles ähnlich wie die Boyband-Side, von unserer Boyband-Side, with Lou Pearlman, unser Manager, same as Backstreet Boys in Sync. From dieser Side, singing, dancing, Boybands. Okay. Fast ein bisschen older, fast wie the Temptations or something like this. aber wirklich so fünf Leute, fünf Jungs, who dance auf der Bühne und singen five-part harmonies, gibt's nicht momentan. So, ich denke, this is when you hear the leader on, when you see the tent, do comes the rook genau into this moment, when there has the lead erstmal gehört. Das ist die Idee. Das ist richtig, genau. Sehr nostalgisch. Und vor allen Dingen, man versteht es jetzt. Ne? Man versteht es. Hat man damals nicht, ne? Ja, wer kein Englisch so drauf hatte, der hat sich ein bisschen schwer getan. Jetzt ist es andersrum. Marc versteht es nicht. Aber früher hat er alles gar nicht mehr. Ja, und hier Daniel, ihr kennt euch ja vielleicht, glaube ich, auch noch aus dem Europapark ein Stück weit, ne? Ja, genau. Wir kennen uns aus Europa. Ja. Wir kennen uns auch, wir waren letztens erst zusammen. Genau, aber Europark Family ist Europark Family. So. Ja, und richtig. Der Jay hat mich da ja gehört. Und dann ich habe die alle aufgegabelt. Was hast du gemacht? Ich habe die alle aufgegabelt. Hey, du bist gut, komm in meine Band. Aber komisch, die ganzen Connections sind so durch Europark, durch Boybands, durch, I mean... Genau. Ja, und speaking of Connection, ne, hier, der hier, der da vorne, da ist ja auch eine Connection, oder, Jay? Das genau. Mehr als dicke Connection zu D-Nice. D-Nice war damals As Fives Choreograf, das heißt, wir reden von 2005 bis, ja, auf jeden Fall eineinhalb Jahre hat er uns choreografiert. Mhm. Und das zu einer sehr erfolgreichen Zeit und das hat tierisch viel Spaß gemacht. Hast du es noch drauf, Choreografie? Ich? Ja, er macht unsere Choreografien. Was muss man an Ihnen wieder feilen? Was muss gemacht werden? Also er hat mich überrascht. Er hat mich eintrainiert dafür. Okay. Das ist ja die Überraschung. Also er meinte, oh, D-Nice, ich muss dir das beibringen, du weißt. Ich sag, Bruder, ich mache mir gar keine Sorgen. Er hat es mega gemacht, ich war sehr überrascht. Und der hat mich jetzt fit gemacht für die Bühne hier. Andersrum diesmal. Ja, also tanzen ist eine Sache. Wie ist es ganz gesanglich? Wie geht's da? Bei mir? Ja. Ja, ich bin auch ganz gut dabei. Absolut. Ich habe schon mal eine Band gehabt mit zwei Jungs aus Holland, aber englischer Gesang. Und, das ist ja das Schöne an Boybands. Jeder hat eine andere Stimmfacette, eine andere Stimme. Da muss ich kurz sagen, also das Tolle an seiner Stimme ist, dass sie so richtig tolle Tiefen hat. Und ich finde, vor allem in der Kombi mit diesen Kastratensänger hier, den Kastratensänger, ist es ganz schön, wenn wir untenrum auch singen mit Eier. Ja, das spielt ein bisschen. Das ist dein Job. Übrigens, der Name unseres neuen Albums, Singen mit Eier.
Ostern kommt ja bald. Ne? But I must sagen, für mich, D-Nice ist legendär in meiner Branche. Mm-hmm. Seit die Anfang, ich bin in der Branche seit 1999 oder 2000. Mm-hmm. And when it comes to the Dome, when it comes to Sarah Connor Choreography, zum Beispiel Max, okay. I mean, he's legendary. And when, yeah. when Jay hat gesagt, yeah. Ja, yeah, maybe we couldn't be nice rap. I said, what? Is this überhaupt möglich? Das ist mein erster Gedanke, because religion... Können wir den überhaupt bekommen? Ja, können wir überhaupt bekommen? Und, so, wir müssen mal kurz Name droppen. Jetzt kommen wir mal zu eurem Holländer noch kurz. Das Beste war ja, als Jay mich angefragt hat. Es war keine fünf Minuten, habe ich direkt zugestimmt. Yeah. Okay. Crazy. Ich fand das Projekt ja auch wirklich nice. Ja. Und ich bin immer schon immer so kritisch gewesen. Ja, nein. Und dies, ich habe direkt gar nicht überlegt. Nee. Ich habe gesagt, Jay, ich bin dabei. Okay, ja, sehr gut. Everybody sehr has gut. Just stalking him. Yeah. His dance is mega, mega nice. Yeah. Jetzt mal hier, euer Holländer. Wie ist das für einen Holländer? In genau, so ist es. So ist es, genau die Frage. Das ist sehr schwierig zu sagen, ja. Was hat er gesagt? Mit die, wir haben alle eine Connection. Ja. Die crazy Leute hier, es ist sehr viel Spaß. Ja. Aber was? Du bist doch auch crazy. Ja, aber Folk hat er in Holland, I mean, a cross of Folk hat er. Und sings, einer von den besten Singers, I have heard in meinem Leben. So, ich bin sehr, sehr stolz, dass er in der Band bei uns. Auf jeden Fall talentmäßig top, when it comes to singing. Okay. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, danke, Marc. Ja. Prima. So, jetzt seid ihr natürlich gefestigt. Jetzt, denke ich mal, wird sich nicht mal viel ändern an der Konstellation. Ich hab gerade beim Essen gesagt, wenn sie jetzt noch einmal irgendwie einer verabschiedet, dann stampfe ich das Projekt ein. Also entweder so oder gar nicht. Und ich glaube, ich spüre es ja jetzt schon. Das ist jetzt unser erster gemeinsamer Auftritt in der Konstellation. Ja. Und es ist wieder eine andere Energie. Und die Energie gefällt mir persönlich sehr. Ja, die sagt mir sehr zu. Wie wird es jetzt weitergehen? Was wird man 2023 von euch erwarten können? Das wird mich überraschen. Auf jeden Fall geht es weiter. Viel mehr Shows. Mehr Musik, mehr Videos. Jetzt erst recht. Jetzt. Ich würde sagen, this year is going to be a gross year, gross as last year. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Was ist geplant, was Jay hat hier mitgebracht für dieses Jahr, ist wirklich, ich würde sagen, it's going to be a wirklich, wirklich good year. Wir haben Feuer im Ofen. Wir wollen es nochmal wissen. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, ihr seid jetzt nicht mehr ganz taufrisch, seid ihr auch schon ein bisschen. Mal, was fällt dir an? Wie trainiert ihr denn? Wie ist es denn mit dem Tanzen? Läuft das alles? Die Knochen, machen die alle noch mit? Na klar, wir müssen trainieren, ne? Ja. Wir trainieren alle und... Es ist ja auch eine Gentleman-Band, würde ich mal dazu sagen. Eine Gentleman-Band. Man springt ja auch nicht mehr so krass rum. Das Tänzerische ist einfach schön koordiniert, schön choreografiert, stilvoll einfach. Bisschen Niveau. Und, so sieht's aus. Richtig. Aber man muss trotzdem, um auf eine 45 fit, Minuten fit Show, musst du fit auf sein. Auf alle Fälle. Du kannst ja heute probieren mit uns, Frank. Soll ich mit auf die Bühne? Oh, 45 Minuten. Heute Team 6 in Leonberg. Team 6 in Leonberg. Mein, oh mein. Das ist unser neues Mitglied. Du bist raus. Sorry. Ja, dann ciao. Come on in. The team okay. Ja, heute Abend. Aber ob ihr das unbedingt sehen wollt, ich weiß es nicht. Ich lasse lieber mal Jay wieder ran. Also ich muss auch dazu sagen, ich als Choreograf und Tänzer hauptsächlich. Ich war sehr beeindruckt, wo ich die Performance von denen eingesehen habe. Weil was sie geübt haben die ganze Zeit und auf die Bühne gestellt haben, ist wirklich Wahnsinn. Also wirklich, ein Tänzer guckt das und wird sagen, nice, das möchte ich lernen. Das war auch immer mein Ziel bei einer Boyband. Mhm. Dass Tänzer das sehen, das Tänzerische bei einer Band, bei einer Gesangsband und sagt, das möchte ich. Das haben wir immer geschafft und das haben die Jungs wieder hingekommen jetzt. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich an Daniel auch letzthin schon gefragt. Ja. Ihr seid ja alle auch teilweise noch in einzelnen Solo-Projekten. Klar. Läuft das weiterhin noch? Geht das alles noch? Lässt sich das vereinbaren bis jetzt? Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an diesem Projekt, dass wir alle immer noch am Rande unseren Solo-Aktivitäten nachgehen können. Mhm. Daniel released ja wirklich aktiv eine Single nach der anderen. Jetzt kommt ja die nächste Nummer raus. Bald kommt sein Greatest Hits-Album raus. Here's a farewell tour already. So, this year, farewell tour. After 7 Albums, 9 Years, super. Aber warte. Aber das finde ich auch das Tolle an dieser Band. Mega. Dadurch, dass wir unsere eigenen Sachen auch noch haben, sei es Musical, sei es eigene Musik, was weiß ich für Produktionen. Ich habe das eben zu dir schon gesagt. Ich freue mich einfach jedes Mal wieder mit den Jungs auf der Bühne zu stehen. Also dadurch ist es für mich einfach, selbst wenn es jedes Wochenende ist, trotzdem, es ist jedes Wochenende Vollgas, volle Power, wieder volle Energie. Klassenfahrt. Für mich, Klassenfahrt. Es ist Klassenfahrt. Ja, eine Gentleman-Klassenfahrt. Yeah, und das ist einfach crazy und verrückt. Und es ist einzigartig. Das ist super toll. Sehr schön. Freue ich mich persönlich jetzt, dass wir heute auch einen Neustart haben, ein neues Kapitel haben und eine neue Energie jetzt nochmal rausbringen. Ja, yeah. Yeah, but also, I mean, most boybands, I think, when du wirst in a boyband, du hast es hard for track, du kannst gar nichts machen anders. Und irgendwann für viele andere Leute, nicht für uns, because we leben das Leben, aber für viele, they must das machen oder they must auf der Bühne erscheinen. Und bei uns nicht.
Wir wollen. Mhm. Wir möchten hier sein, wir möchten das machen. We have full energy and wir sind so, I don't know, as we, when we had erst angefangen mit our erste Band zum Beispiel. Ja. Das Gefühl ist wieder gut. Da. Sehr gut. Okay, wir möchten das machen, wir möchten Spaß haben, wir möchten eine gute Show präsentieren, wir möchten auf der Bühne zusammen sein. Und das ist ein cooles Gefühl. Ja. And, habt ihr eigentlich Backstreet Boys jetzt in der Neuzeit auch schon mal wieder getroffen? Klar. Was sagen die dazu? Was sagen die dazu, wenn die jetzt euren deutschen Texte hören? The last mall, Backstreet Boys was here. Berlin. We had ein paar von them gesehen und sowas. Yeah. Aber ich finde, was wir machen, super, super cool und super interessant. Okay. Wir kennen ja einige von denen noch aus der alten Zeit. Unser damaliger Manager hat auch die Backstreet Boys in NSYNC gemanagt. Genau. Und ich weiß von Howie zum Beispiel persönlich, dass er das richtig gut findet. Sehr schön, toll. Ja. Wenn ich zurückdenke, Backstreet Boys, die waren damals bei uns in Reutlingen. Deine Generation. Ne? Die wollten unbedingt bei uns damals auf die Go-Kart-Bahn. Das war ein Erlebnis. Ich habe Robbie Williams vor einer Woche gesehen, der war ja auch bei Take That. Ja, genau. Das war auch für mich ein Reality-Check, den zu sehen. Ja, und ich hoffe, ihr kommt alle mal nach Reutlingen, dann machen wir mal da auch wieder einen drauf. Reutlingen. Achso, ja. Go-Kart-Farm vielleicht. Das ist ein Video, wie ich gewinne im Go-Kart. Genau. Also, eingeladen, irgendwie kriegt man schon was hin. Und dann würde ich sagen, geht jetzt mal auf die Bühne, zieht euch entsprechend. Habt ihr spezielle Outfit oder wie sieht man euch auf der Bühne? Was heißt das? Das sind unsere Outfits. Glitzer, ich weiß ja nicht, was gehört dazu. Glitzer oder... Wir sind nicht Queen. Nee, lass dich überraschen. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall auch die Feuerprobe und Feuertaube heute eines neuen Outfits. Erstmals. Nur Neues. Leonberg hat es anscheinend uns angetan. Richtig. Also Feuertaube für ein neues Mitglied, Feuertaube für das neue Outfit, Feuertaube vielleicht auch für einen neuen Song, who knows. Und Feuertaube. Und neues Mitglied. Okay. Noch ein neues Mitglied. Jetzt haben wir noch eine Sache. Auch bei uns gibt es dann noch dieses... unser neues Schlagerradio auf Laut FM, Schlager 24, und da seid ihr auch dann zu hören. Da machen wir extra wieder eine Stunde Sendung. Ich hoffe, da haben wir da so viel Musik von euch schon zusammenkriegen, aber zumindest aktuelle Titel. Ne? Das kriegen wir schon hin. Wann kommt das Album? Wann ist da was geplant? Dieses Jahr. Ich würde sagen Spätsommer. Spätsommer. Ja. Dann machen wir auf alle Fälle eine Fortsetzung. Aber davor kommen noch ein paar Singles, Auftritte, TV. Sehr gut. Wir geben Gas. Okay, haut rein. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke euch. Und bis ganz bald. Danke dir, Frank. Ne? Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Hau rein. Viel Spaß. Hau rein. All right. Alles Gute. Dankeschön. Nimmst du mit auf die Bühne.